Fabian Habel für GNP1TV und zu meiner Linken die beiden Aslaner Brüder. Und heute geht es um Can, der gerade eben bei GMC23 gekämpft hat und einen ziemlich schnellen, ziemlich eindrucksvollen Sieg gefeiert hat. Zu Beginn erklär uns nochmal, wie der Kampf so aus deiner Sicht verlaufen ist. Also ursprünglich wollte ich mehr im Stand machen. Der Kollege ist, glaube ich, im Kickboxen erfahren, also wäre eine Chance gewesen, um mich zu testen. Allerdings hat er nach dem ersten Schlagabtausch einen Clinch gesucht, war auch überraschenderweise kräftig. Ich habe ein paar Knie gebracht, wollte einen Ellbogen arbeiten, aber hat mir dann den Rücken ja nicht hergegeben, aber ich habe mit ihm erarbeitet. Und ja, nach ein paar Schlägen aus der Backmount-Position konnte ich den Mataillon finishen. Du musstest dich ja kurzfristig auf ihn einstellen. Konntest du in der Zeit ein bisschen was über ihn rausfinden und deinen Gameplan auch ein bisschen an ihn anpassen? Also einen Gameplan habe ich da nicht. Ich, wie gesagt, ich wollte ein bisschen lockerer im Stand werden, ein bisschen im Stand arbeiten. Er hat halt, war stark, ich wollte mich einfach ausprobieren, also es gab keinen Gameplan und die Submission ist sehr aus der Situation herausgekommen. Gleich mal die nächste Frage an deinen Bruder. Es war ja dann so, dass der Gegner Soudan, dass er dann versucht hat, den Kampf auf die Matte zu verlagern. Habt ihr damit gerechnet, dass es so kommen könnte oder eher, dass ja aufgrund deines Grapplings er das eher meiden würde? Also wir haben eigentlich mit gar nichts gerechnet. Ich konnte selber zwar nicht trainieren, um ihn zu unterstützen, aber so gesehen habe ich bei den Analysen geholfen. Wir haben eigentlich nicht mit gar nichts gerechnet. Bei Nico schon ein bisschen eher, mit dem Grapplerischen und dass er auch vielleicht im Stand aktiv werden könnte. Aber hier, das war eine kurze Umstellung, so innerhalb von 2 Wochen, da konnte man sich eigentlich nicht großartig vorbereiten. Er hat das gemacht, was er sonst auch mal macht, den Gegner zerstört. Und darüber kann man auch nichts eigentlich so, darüber kann man sich nicht beschweren. Du hast einen schnellen Sieg gefeiert, wenig Körner verschossen. Ja. Sehen wir dich vielleicht schon relativ zeitig, vielleicht schon bei der nächsten GMC-Veranstaltung wieder im Käfig? Also ich hätte Lust, also ich hätte auf jeden Fall Lust. Ich bin jetzt unverletzt, habe das Ding gut beendet, habe nichts abgekriegt. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch ein Studium, das möchte ich jetzt gerne durchziehen, das habe ich im Hinterkopf. Das möchte ich jetzt bis April durchziehen und wenn es klappt, am besten Düsseldorf, wenn vorher außer in München kämpft bei der GMC, dann würde ich gerne in Electric Call in Düsseldorf kämpfen. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück für dein Studium und hoffen, dass wir dich dann möglichst bald schon wieder ja, im Käfig aktiv sehen. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur bedanken. Danke.